Hallo, damit herzlich willkommen zu einer weiteren Mod-Vorstellung hier auf Corner. Wir schauen uns jetzt die MC-Autowäsche an, beziehungsweise man kann auch sagen eine Washing Station, also eine Waschanlage oder Waschbox, je nachdem. Version 1.0, das Ganze kommt vom Modder Maro, gibt es nur für PC und Mac. Findet ihr einmal im Baumenü unter Gebäude und dann Tools und ganz hier hinten habt ihr das Ganze waschen. Ja, hier ist einfach nur waschen. Mod. 20.000 Euro kostet euch das Ganze in der Anschaffung. Unterhaltskosten in dem Falle sind hier nicht mit bekannt. Könnt ihr überall platzieren, wo ihr halt Platz habt und fertig aus. So. So sieht das gute Stück aus. Ist ein doch schon relativ großes Gebäude, wie ihr seht, mit viel Spielereien mit dabei. Hier steht einmal 24 Stunden Washing Station. Ne? Ist natürlich in Englisch. Klar, wenn ihr ein bisschen Ahnung habt, wie hier, könnt ihr das einfach austauschen oder eindeutschen, whatever, wenn ihr eine andere Textur halt da drauf ballert. Ne? Sollte nicht das Problem sein. Wir haben eine Beleuchtung, die, wenn es dunkel wird, natürlich automatisch mit angeht, ist klar. Wir können die Türen hier öffnen, linke Maustaste drücken. Ne? Und dann seht ihr, geht einmal das Tor auf mit Soundeffekten und allem, was so hier dazugehört. So, so sieht das gute Stück dann im Endeffekt aus. Es handelt sich hierbei nicht, ne, das sei explizit gesagt, nicht um eine automatische Waschanlage. Also nicht reinfahren, Knopf drücken und fertig aus, sondern hier läuft das Ganze auch über den Hochdruckreiniger, den ihr hier rausnehmen könnt von Kärcher oder über den Kärcher in dem Falle. Ihr seht, ihr könnt hier die Hallenbeleuchtung an- und ausschalten. Ne, das ist hier kein Problem, dass ihr nachts auch was sehen könnt. Ihr seht unten drunter alles hier voll mit Wasser. Hier nochmal so ein Wasserauffangbecken oder Aufbereitung oder whatever. Und hinten könnt ihr dann dementsprechend einmal hier wieder rausfahren. Ihr könnt auch von hier aus reinfahren. Das ist relativ egal. Ihr seht, das ist von beiden Seiten möglich. Ansonsten haben wir außen ein paar Deko-Elemente. Hier so ein bisschen Backstein, Betonkonstruktion, ein paar Blumen, die Rampen halt für hoch und runter. Ansonsten ist das jetzt hier außen relativ unspektakulär. Ich habe jetzt einfach mal hier den Lexion genommen, den 8900er. Das ist das Größte, was ich auf die Schnelle gefunden habe. Und ihr seht, das ist auch mit dem Teil hier gar kein Problem. Also wir könnten sogar den Turm, also den Korntank, nicht den Turm, können wir sogar hier noch aufklappen und wir hätten nach oben hinweg trotzdem noch massiv Platz. Ne? Ja, den können wir dann dementsprechend einmal hier reinstellen. Und der Rest ist eigentlich selbsterklärend. Ne? Also hier ernehmen und dann halt hier sauber machen. Wie gesagt, nichts automatisch, Handwäsche, aber funktioniert. Alles ohne Probleme. Ne? Und für alle die, die halt ja, was Netteres haben wollen, außer so einen kleinen Kärcher auf ihren Hof, ne, die können sich natürlich dann hier so ein Teil logischerweise mit auf dem Hof platzieren oder irgendwo anders hin, ne, je nachdem, wo es halt gerade mal dekorativ oder funktional halt passt. Und dann könnt ihr hier eure Fahrzeuge in dem Falle mit sauber machen. Ne, alles normal. Wir gehen einmal hier kurzerhand in die Nacht rein. Dann seht ihr, wir haben so eine Art Standby-Beleuchtung. Ne, also eine indirekte Beleuchtung hier noch mit dran. Die wird von der Lampe hier draußen mit schon angeführt. Aber ihr könnt auch hier, wie gesagt, einmal, ne, das normale Licht machen. Und dann funktioniert das Ganze auch ohne Probleme. Also da ist alles soweit so normal. Ja, mehr Spielereien haben wir hier in dem Sinne nicht. Brauchen wir aber auch nicht. Ist halt eine Waschbox, die halt ihre Funktion erfüllt. Ne? Soweit so klar. So, selbsterklärend. So, Thema Lok ist auch sauber. MB-Zahl ist soweit auch in Ordnung. Ich glaube, irgendwas um die 20, wenn ich jetzt nicht alles wieder verhaue. Von daher könnt ihr das ohne Probleme machen. Nun, Download-Link inklusive Bewertung, wie immer in der Videobeschreibung verlinkt. Ich danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Video wieder, wenn ihr mögt. Lasst ein Däumchen, Abo da, wenn es euch gefallen hat. Und bis dann, haut rein. Tschüssikowski. Tschüss.